Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in den ertrunkenen Hügelgräbern, also in dem hübschen Totenkopf. Und ja, hier ist der Ausgang. Oder? Ja, das ist der normale Standardausgang. Yeah. Hier sind wieder Schwefelbecken. Dünne Dampfstreifen steigen aus dem Schwefelbecken empor. Genau. Ja, wir suchen immer noch einen selbsternannten Gott, der irgendwelche Kinder entführt hat, von dem wir wahrscheinlich die meisten jetzt getötet haben. Aus Versehen. Unbeabsichtigt. Mehr oder weniger. Jetzt glaubt wird's eh nicht. Was ist das? Die Frostbombe. Und hier drin haben wir ein außergewöhnliches Stilett. Ein bisschen kupferalt. Glafantaner benutzen die relativ große, grobe Kupfermünzen, die sie eilt nennen. Knoten. Letztere sind aufgrund ihres großen Kupfergehalts mehr wert als der Dürrwaldpant. Ja, ja. So ist die Frage, ist das Innerste Heiligtum das hier? Oder gehen wir jetzt ins Innerste Heiligtum? Das sind Flammnagas, mit denen hatten wir es ja schon mal zu tun. Okay, Alof, du gehst mal auf die Ecke. Yes? I shall deal with this one. Can I whack him any harder? Was ist mit dem Flammennager? Ist der verpackt oder? Indeed. Indeed. Wir haben auf jeden Fall gerade ihren Schmiedemeister getötet. Wir hatten ja irgendeine Nachricht aufgesammelt. Pläne der Schatzkammer? Nein. Brief mit Wein und Blutfleckchen. Achso, das waren Eldis Briefe. Sind die dann hier gelandet? King Cooks Notiz. Einer dieser Idioten Dümmkopf hat aus Versehen gegen den Schalter des privaten Lagerraum des Meisters getreten und ihn beinahe von der Wand geholt. Ist denn die heilige Pflicht der Trommel, die Trommeln zu schlagen und durch die Hallen zu wandern, so langweilig, dass sie unser Zuhause Stein um Stein zerlegen müssen? Ich habe mir die Freiheit genommen, einige Fässer Lampenöl vor den Schalter zu schieben. Wenigstens wird jetzt jeder, der jetzt dagegen tritt, nicht mehr dazu kommen, es zu bereuen. Okay. Also wenn wir irgendwo Lampenöl rumstehen sehen, was wir zerhauen können, zerhauen was. Was mit dir ist, keine Ahnung. Sneaky bastard. These ends are in for the walloping. The figure. Futile. Aye. Aye. See you. Need something stronger. So, du bist jetzt beherrscht. Seraphin ist ein bisschen komisch unterwegs. Es sind beide dem Tode nah und gefriert, das ist gut. Ich mag den Bogen von Alof, also diese Fähigkeit. Ein hervorragender Zweihänder und ein Rubin.
Ah ja. Der Typ interessiert mich irgendwie. Aber jetzt erstmal Idee aufsteigen lassen. Ein Punkt in Einschüchtern, ein Punkt in Heimlichkeit von mir aus. Und... mehr Ermächtigung oder... Hä, vereint deine Gedanken, kanalisiert deine Stärke in einem Zustand reiner fokussierter Disziplin. Gewährt alle ersten drittstufigen Inspirationen für eine kurze Zeit. Ach, so gemeint. 30 Sekunden lang stark, fit, schnell, standhaft, klug. Wäre eigentlich gar nicht mehr verkehrt, das reinzumachen für Bossfights. Betäub Feinde hinter den Gegner werden taumeln und erhalten reinen Schaden. Nein, nehmen wir erstmal das hier. Den Bossfight-Buff. Captain Noi. Oh, wieder ein Etin. Etin, falsches Spiel, ein Idiot. Ja. Viele Idioten. Frog in a figurehead. Futile. That ain't done. That's for my curses. That's good, Seraphine. Sorry, friend. I can't. He's blowing a man down. Madiko. I need to try something. Ich soll sie auch schon richtig anklicken und nicht rechts anklicken. Leg dir selber die Hand auf, du machst die Verteidigung. Du strickst den einfach mal ein. Du beschwörst ein Phantom. Bei zwei Alofs sind besser als einer. Thing isn't doing the job. So, Etin Stone. Keep it down. So, was liegt hier rum? Diese Eikurve stinkt nach einem Destillationsexperiment, das leider nicht geklappt hat. Ich habe auf die Karte gedrückt. Also ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Raum. Muss ich später vielleicht nochmal hochgehen und mich genau umsehen. Heiße Luft war aber aus dem Tiefen des Heiligtums nach oben. Ah, hier müsste dann der Geheimraum sein. Autsch! Zum Glück habe ich einen Quicksave gemacht nach dem Kampf gegen die Etins. Da ist definitiv eine böse, böse Falle.
Und ich sehe sie sogar mehr oder weniger. Ah, halt, da ist noch eine. Okay, ich kann sie nicht. Leider habe ich nichts, was Aufmerksamkeit so direkt erhöht. Gewährt unentschlossen, Intellekt. Sehr viel Intellektzeug habe ich. Was ich jedoch nicht habe, ist Zeug, was Genauigkeit erhöht. Oder Wahrnehmung. Wobei Palegina schon eine recht hohe Wahrnehmung hat. Ja. Habe ich nichts dabei, was ihre Wahrnehmung erhöhen kann? Die Fähigkeit aktiviert sie, wenn man dem Tode nahe ist. Das bringt nicht viel. Entschlossenheit, gewährt verpflichtet. Steh auf, Männchen. Intellekt, Entschlossenheit. Gewährt Auge des Captains. Das macht auch. Nee, das macht Resistenz gegen Wahrnehmungswirkung. Hat irgendeiner was dabei, was Wahrnehmung verbessert? Nö, da nicht. Nein. Nein. Also muss Palegina wohl oder übel mal wieder am Swef. Beziehungsweise am Rieselschwamm. Schnubbern. Und du wirst mir sagen, dass nicht mal jetzt ihre Wahrnehmung reicht, um die Fallen aufzudecken? Eyes open. I am ready. Gue? Ja, die zwei hat sie gefunden. Bin schon interessant, dass sie die hier nicht findet. I am ready. So, vorsichtig an der Falle vorbei, die wir nicht entdecken können. Tell me. Look. There is at once. So, bin ich froh, dass ich nicht reingetreten bin. What can I do? Die Falle. Of course. Okay. Ah. How may I help? So, Alof. Mach mal Feuer. Ahoy. Tell me, Und da ist der Schalter. Hatraban, Aschebombe.
Dass es aber auch wirklich nichts gibt. Tränke wenigstens, die Wahrnehmung dauerhaft erhöhen. Das wäre was. Stand des Adragan. Tränke defensiv. Trank der starken Erholung. Warum ist gerade... Achso, dauerabträgliche Effekte. Körperlichen Schaden heilen und unterstützen. Gebet des Geistes. Inspiration klug. Belebung der Gefallenen. Rückzug.